Autobahn fertig. Carry on. Weiter. Contact detected. Medium. Noch einer. Ja, da habe ich nicht wirklich die Flugzeuge für über. Es könnte jetzt sein, dass wenn ich den unbehelligt jetzt passieren lasse, dass er einen Satellitenkiller triggert. Aber es ist mir lieber so rum, als wenn ich jetzt ihn abschieße, oder es versuche zumindest, und dann ich danach gar keine Möglichkeit habe, einen zufälligen Satellitenkiller zu zerstören. Also, ne? Du darfst passieren. Und Research fertig. Gute Idee. Gibt leider gar nichts. Aber wir können sie jetzt gefangen nehmen. Oder wir könnten sie gefangen nehmen, wenn Zelle und Stun Gun und alles andere auffällig ist. Mutons können wir nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier mit weitermachen. Das dauert nur 5 Tage. Abductor waren die großen. Nee, die werde ich nicht abschießen. Nee. Ah, vielleicht werde ich sie nochmal stören, wenn sie gelandet sind. Da wäre es echt schick, das früher erforscht zu haben. Also für noch mehr Alloys und so weiter. Nee, komm. Ich hätte gern das Laser-Sniper-Gewehr. Ich hätte gern die Laser-Shotgun. Da muss das hier. Hier Project. Okay. Raus. Weiter. Weiter. 6 Thinman-Korpses. Ja, Thinman-Korpses haben wir eigentlich immer über hier. Dispatch. Contact detected. Ja, okay, jetzt haben wir 3. Es ist nicht wirklich so viel besser. Zurück. Hangar. Erstmal dir einen Namen geben. So. Rename. Du bist jetzt Pluto. Okay. Wir könnten Pluto losschicken, das Ding einfach nochmal anhauen und hoffen, dass wir es in Bubble-Modus bekommen. Das kann ich machen. Ich schicke Pluto im aggressiven Modus los, dann ist er für 2 Wochen wahrscheinlich dann außer Gefecht, weil er zu sehr angeschlagen ist. Aber wir können eventuell die Mission da verhindern. Und wenn danach noch ein Satellitenkiller kommt, dann können die beiden den abfangen. Go, Pluto, go. Mach mal schön Schaden. Wer hat bitte nicht zerstört, du warst gerade teuer. Also schön Finger auf dem Board. Guter Treffer. Nee. Sehr guter Treffer. Contact lost. Das ging richtig gut, Pluto. Also ist zwar nicht down, aber er ist angeschossen im Bubble-Modus. Und du selber hast eigentlich nichts eingesteckt. Ich hätte theoretisch im Bubble-Modus, als er im Bubble-Modus war und er hier nicht getroffen wurde, eigentlich rausgehen müssen, oder? Ja, nächstes Mal vielleicht. So, jetzt Qual der Wahl. Schieße ich ihn ab oder nicht? In 22 Stunden ist das nächste Flugzeug wieder einsatzbereit. Das heißt, wenn ein Satellitenkiller kommt, dann müsste es jetzt schon wirklich in den nächsten Stunden kommen, um Probleme zu verursachen. Also ja, ich denke, ich schieße dich ab. Balance oder aggressiv? Balance müsste eigentlich reichen. Komm schon. Ärgerlich. Ja, nee, komm. Komm. Mach den weg. Das werde ich jetzt eventuell bereuen. Aber mein Ego lässt es nicht zu, dass das Ding jetzt abhaut und wir jetzt 2 unserer Flugzeuge angeschlagen da für quasi nichts haben. Du haust jetzt nicht ab. Contact lost. Das ist ein Arschloch-Alien. Na gut. Und Zelle ist fertig. Allerdings fehlen noch die Stun-Guns wirklich. Alien Containment Facility online. Carry on. Ja, Arc-Thrower. Aber sind in einem Tag fertig. Das heißt, bei der nächsten Mission werden wir die mitnehmen können. Ja, jetzt sind die fertig. Und das passt doch super. Erstmal ignore. 7 Stunden wird nicht reichen für die Laser Rifle, nö. Oder? Nein. Okay. Commander, hinter. We're receiving several urgent requests for assistance. Leitmission, super. There are abductions in progress at each marked site on the holodeck. Da ein paar Rookies mit. Trotzdem einen Chef. Nehmen wir mal die einen von den nicht so hohen Chefs. So. Und
Ein Sniper, damit... Haben wir noch einen niedrigen Sniper? Ja, immer einen niedrigen Sniper noch mit. Vielleicht sogar noch einen niedrigen Sniper. Oder Rocketeer wäre auch okay. So, damit die ihre Erfahrungspunkte bekommen, um später interessant zu werden. Und hier kommen jetzt eigentlich nur Rookies rein, wenn ich jetzt genug habe. Jupp, haut hin. Sehr schön. Rookie. Jip. Rookie und... Okay. Und ich denke, da jetzt ja die Rüstungen auch da sind. This new body armor was developed using what we've learned from the alloys employed in the alien ship. It should prove to be both lighter and stronger than anything we've used in the past. Dankeschön. Und da wir jetzt die Rüstung haben und die Lasergewehre und doch ein paar mehr Slots, wo Leute reinkommen, werde ich jetzt auch wieder anfangen, das Ausrüsten der Charaktere rauszukatten. Also sehen wir uns gleich wieder. Okay. Also es haben natürlich nicht alle Rüstungen, was auch okay, sind ja eh nur Rookies. Ich habe die zwei Stun Guns drin, ich habe schön viel Deckung Wegsprengzeug dabei, ich habe das Laser Carabine Ding unserem Rocketeer gegeben, denn das Ding bringt plus 16 Treffsicherheit. Also nicht genau 16, weil das macht noch ein bisschen was, aber es macht auf jeden Fall mehr als das Lasergewehr. Können wir mal kurz vergleichen. Ich habe nur kein Lasergewehr. Vertraut mir, es macht mehr Treffsicherheit und zwar merkbar mehr. Das heißt, er hat dadurch hoffentlich einen Ticken weniger Scatter. Gut, und sonst nichts wirklich Besonderes. Launch. Hinter. Dropship has arrived. Das ist nur eine leichte Mission. We're dropping you just inside the Egyptian border. Die Karte ist durchwachsen. Local government forces have reported a coordinated alien attack in a densely populated neighborhood. They're counting on us to secure the area. Durchwachsen halt, weil der Mittelstreifen hier nicht wirklich als Deckung zur Verfügung steht und die Autos recht häufig nur halbe Deckung haben und explodieren können und so weiter. Also könnte ich sogar das Durchwachsen durchstreichen und doof hinbappen stattdessen. Kommt darauf an, was für Gegner kommen. Also Mutons sind hier richtig doof, weil die schmeißen auch gerne mal Granaten, dann können die Autos nicht doch fliegen. Das heißt, unsere Einheit kriegen einmal Schaden durch die Granate, was meistens nicht so viel ist zugegebenermaßen. Aber plus explodierendes Auto. Roger, Big Sky. Reading you 5x5. Strike 1 has the green light for deployment. So, da es hier ja allgemein nur ein Tunnel ist, also da ist Wand und hier ist Wand, können wir euch auf der gesamten Fläche vorrücken. Wo ist mein Sniper? Moving to position. Dahin und Steady Weapon. Rocketeer, du machst das gleiche hier drüben. Die Weapon und der Rest triggert jetzt einfach nichts. Sie stellt euch einfach irgendwo hin. Ruhig. Ah, das war ein Feld zu weit vor. Und das ging wohl anscheinend. So. Und es sind Mutons. Natürlich sind es Mutons. Weil ich gesagt hatte, dass es bei dieser Karte nervig wäre, wenn es Mutons wären. Das Auto da probiere ich mal. Kein Trigger, sehr schön. Dann warten wir nämlich jetzt noch eine Runde. Steady. Test Alto. Das sind Sektoiden, dieses komische Krrr, oder? Ja, Mutton kann ich definitiv raushören, aber das andere halt nicht so sehr. Und Sektoiden. Okay, also dieses komische, schnatternde Ding sind die Sektoiden. Sniper, du darfst dir mal einen davon rauspicken. Nimm mal den mit 82%. Ja. Dann Chefboss. Du riskierst mal kurz die Deckung hier. Das heißt, du kannst von oben flankiert werden, aber ich denke nicht, dass er es in einer Runde schafft, irgendwo dahin zu kommen und da einmal komplett lang schießt. Das sollte also okay sein. Ich könnte eine Command-Fähigkeit einsetzen. Das geht aber nicht beim Sniper. Aber bei dir 30%. Na, probier's trotzdem mal. Ja, war abzusehen.
Ziel steht noch. Nee, mit den restlichen Leuten bleibe ich lieber hier hinten. Oh, weil du kannst mit zum Snipen. Dann kann ich mir merken, dass die beiden immer schön Steady Weapon machen müssen. On the move. Machst denn hier Hunker Down? In der Hoffnung, dass er vielleicht bis nach da oder so vorrückt. Entweder das oder einfach in Sicht bleibt, damit der Sniper ihn wegschießen kann. Ja, Motor knurrt vor sich hin. Und du haust ab. Nee, was soll ich? Hi! Dann hau doch ab. Lump du. Aye, aye, Commander. Visual on the goods. Da ist der Meldcontainer. Ich müsste sprinten, um da hinzukommen. Dann trigger ich auf jeden Fall was. Also die Karte fällt definitiv in die Doof-Kategorie ab sofort für mich. Sniper kann hinten bleiben. Rocketeer muss leider mehr vorrücken. Wir erstmal da. Die Reichweite von Rocketeer ist doch um einiges beschränkt, ja. Steady. Ne, bleib hier. Affirmativ. So. Ich fühle mich irgendwie in die Ecke gedrängt. Oh, eine Mischgruppe. Floater, wovon einer gleich weggeschossen wird, hoffentlich. Oh. Und der Motor die ganze Zeit rumgegrölt hat. Und eventuell könnte es das auch schon gewesen sein auf dieser Karte. Das heißt, wir haben noch einen Sektor, der rumläuft. Aber das wären dann insgesamt nur 6 Einheiten. Kommt hin, ne? Haben wir schon manchmal gehabt. Oh. Ich sollte daran denken, ich sollte nicht alles töten, sondern ich sollte auch ein bisschen stunnen. Das heißt, ich müsste was anschießen, die anderen müssten dann hinlaufen. Dafür benutze ich am besten auch deine Command-Fähigkeit, ha? Geh mal dahin. Oh, was kann ich da flankieren? Sehr gut. Mal das lose Ende beseitigt. Du ballerst. Jetzt bist du, kommst nicht mehr so weit. Okay. Ist der Weapon. Ranlaufen könntest du. Ich weiß noch nicht. Ah, weh, das klappt jetzt nicht mit der Tür. Das wäre sehr doof, wenn ich den nicht stunnen könnte. Aber ich denke, das mit dem Stun mache ich erst nächste Runde. Wenn nur noch ein Gegner steht. Weißt du, Granate? Kommt nicht so weit. Okay. Na, 50-50 ist in Ordnung. Hau da mal rein. Negative damage. Jungens. J'ai juste m'avisé. Gott. So, der könnte zum Beispiel jetzt geschnappt werden. Lad lieber nach. Könnte ich nächste Runde gebrauchen. Oh, das. Also zum einen wäre es gut, wenn er weg wäre und wir den anschlagen stattdessen. Aber bei meinem Glück one-hitte ich den dann aus Versehen mit einem Crit, wenn ich ihn noch weiter runterklopfe. Ich denke, ich schicke den Rook jetzt einfach vor, mache hier Hunker Down, damit er das Ziel abgibt. Und du schießt dafür auf ihn, triffst eventuell nicht, aber das ist auch okay. So, 4 reicht eventuell nicht, dann muss ich mir eine Pistole nachsetzen. Was auch eine ganz gute Methode ist. Aber jetzt mal gucken, was die machen. Du tötest schon mal keinen Rookie, das ist nett von dir. Ich wollte gerade sagen, und er holt das jetzt nach, oder wie? Also, du gehst bitte... Wo ist der zweite Stunner?
Marke anziehen. Das schaffst du diese Runde nicht. Das wird da nicht reichen. Nee, ich muss mich also da hinstellen. Und dann muss mein Chef den auch sehen können, den Char. Daran wird es vermutlich hapern. Das heißt, ich zögere das Ganze jetzt noch eine Runde hinaus. Das kann schmerzhaft werden. Aber ja, stelle ich da hin. Hunker down. Und ja, ich bin gierig. Ich will jetzt versuchen, beide zu stunnen. Du bringt es da. Jetzt wird weggeschossen, oder? Ah ja, das hätte ich anders machen sollen. Du hast ein Medpack. Das könnte funktionieren. Ich gehe da hin, heile sie mit dem Medpack. Gleich, was sie so nah beieinander stehen, trigger ich quasi seine Vorliebe aus, auf Gruppen Granaten zu werfen. Aber die Granate wird dann nicht stark genug sein, um die frisch geheilte Ruppe hier zu töten. Ja, das klingt gut soweit. Und dich schicke ich mal da ganz hinten hin, um eventuell die Meldcontainer noch zu kriegen. Aber ich bezweifle es irgendwie. Du kannst nachladen. Das. Verstanden, Commander. Geh aber nur vor und tanke da. Irgendwie hat das Gefühl, dass ich Darkest Dungeon wieder spiele mit dem Hinauszögern von denen. Wow! Hinauszögern von den. Von dem Töten von Gegnern. Was war das? Ja, das war jetzt ein Rookie-Kill. Wechsel mal auf Pistole. Na, das flankieren hätte ich machen sollen. Bitte nicht töten, bitte nicht töten, bitte nicht töten, okay. Ja. Genau deswegen habe ich damals nicht so viel Aliens gefangen genommen. Man muss doch ziemlich viele risikoreiche Sachen machen, um ihn zu bekommen. Bitte lass es klappen. Oh. Ja, und alles für die Katz. Jetzt ist er tot und... 95% Effekt Damage. Finish. Sagt der Finish. Hier, da solltest du ihn flankieren können. Okay. Wie, jetzt ist noch nicht vorbei. Okay. Da ist noch ein dritter Trupp. Okay. Ja, noch ein richtiger Motorentrupp. Wieder da und zurück. Erstmal steady. Der Rest muss aufrücken. Also die Rookies, die angeschlagen sind, bleiben erstmal auch hinten. Damit hin. Der Sniper wird auch aufrücken müssen, ne? Ja, von hier hinten siehst du gar nichts. Sprint mal rein. Ich kann die Ware sehen.
Schön viele Meldkanister. Aber dafür hätte ich aggressiver vorrücken müssen. So, wenn ich dich jetzt vorschicke, hast du nirgendwo Deckung. Das heißt, ich schicke dich jetzt mal vor, ohne Deckung. Lass dich einfach da auf weiter Flur stehen. Damit du nächste Runde Deckung gehen kannst.